hat Trainer Mike Büskens wieder zurückgerudert, wenn man so will. Ein bisschen was ausprobiert. Die Herren, die wir in grün sehen, waren gegen Trenčín im Rückspiel nicht von Beginn an dabei. Das hat dort auch nicht so gut funktioniert. Für dich eine klare Reaktion? Eine klare Reaktion. Grundsätzlich ein sehr starker Kader bei Rapid. Hat mich selber gewundert, dass das am Donnerstag gar nicht funktioniert hat. Aber die Jungs können es heute wieder beweisen, dass sie richtig gut drauf sind und in diesem Heimstadion ein Zeichen setzen können. Was natürlich stark überrascht ist, dass Novotar nicht im Tor ist. Richard Strebinger vertritt ihn. Das ist eine kurzfristige Entscheidung, hat familiäre Gründe. Novotar hat heute Vormittag hier noch ein wenig trainiert aus familiären Gründen, die wir nicht näher kennen, die uns auch gar nichts angehen, ist er heute nicht dabei. Strebinger vertritt ihn an dieser Stelle. Aber natürlich alles Gute für was auch immer da passiert ist in Familienangelegenheiten bei Jan Novotar. Die haben hier in der Liga noch keine Gegentreffer bekommen. Die haben 14 Tore erzielt, bester Angriff, beste Verteidigung. Ein Spektakel müsste eigentlich garantiert sein aus Rapid-Sicht. Ja, diese Woche hat gezeigt, dass noch nicht alles passt, aber der Spirit ist richtig gut und ich glaube, dass die Mannschaft heuer ein ordentliches Wort um den Meistertitel mitsprechen wird. Ja, Mike Büskens war richtig sauer nach dem verpatzten Rückspiel, dem 0:2 hier. Auf dieser Wiese am vergangenen Donnerstag hat von einem Griff in die Toilette gesprochen, den seine Mannschaft getan hat. Vielleicht auch, was ihn betrifft, bei der Aufstellung. Wie sehr der Ärger die Mannschaft danach getroffen hat, findet Roland Hönig jetzt. Ja, Mike Büskens hat am Donnerstag von einem Griff in die Toilette gesprochen bei uns im Interview. Wie sehr hat denn die Mannschaft ihren Ärger zu spüren bekommen? Ja, wir haben es deutlich angesprochen. Wir wissen auch aus der Erfahrung, aus eigener Erfahrung als Spieler, dass es solche Tage gibt, weil du dann Probleme hast, an deine 100% zu kommen, was die Anspannung betrifft. Wir wissen aber auch, dass du es dann ganz schwer drehen kannst, wenn du in der Anfangsphase nachlässig bist. Das haben wir erlebt und das haben wir, wie gesagt, auch in Deutlichkeit angesprochen und haben den Spielern auch mitgeteilt, was wir von ihnen erwarten. Es gibt jetzt doch einige Verletzte bei Rapid. Welche Optionen gibt es derzeit für Joey Linton? Sollen neue Spieler her? Nein, also ich meine, warum sollen wir jetzt noch einen Stürmer holen? Wir haben mit Georgi haben wir einen geholt, der jetzt auch schon Teile des Mannschaftstrainings wieder mitgemacht hat. Und wir sind sehr, sehr positiv gestimmt, dass er nach der Länderspielpause für uns dann zu 100% zur Verfügung steht. Und von daher wird der Joe heute die 90 Minuten noch abspulen können auf sehr gutem Niveau. Nicht einfach nur abspulen, sondern auf sehr gutem Niveau. Und dann haben wir mit Georgi eine zweite Alternative, eine ernstzunehmende Alternative, der auch schon Erfahrungen gesammelt hat in einer ersten Liga. Und darüber sind wir sehr froh. Dankeschön. Gerne. Der Gegner Rapid heißt also Meister Red Bull Salzburg am vergangenen Mittwoch. Ein ganz bitteres 9. Ausscheiden in der Champions League. Da wird auch spannend sein, was sich da auf dem Rasen heute zeigt. Wird das irgendwann zur Routine, zum 9. Mal ausscheiden, die Champions League nicht schaffen? Ich hoffe nicht und vor allem nicht nur bitter für Salzburg, sondern für ganz Fußball Österreich. Wir hatten ihnen alle die Daumen gedrückt, aber es hat wieder nicht funktioniert. Ja, die große Frage ist natürlich wieder einmal, zerfällt diese Mannschaft von Red Bull Salzburg jetzt? Bleibt ein Soriano, bleibt der Trainer, was tut sich? Erste Anzeichen für so eine Art Zerfall gibt es, wenn wir auf die Aufstellung von heute schauen, sehen wir. Bernardo ist nicht mehr mit dabei und wie uns kurz vor dem Spiel die Nachricht erreicht hat, ist er bereits sozusagen vergeben, wird an Salzburg transferiert. Wir haben hier auch ein paar Veränderungen. Soriano ist, Verzeihung, nach Leipzig natürlich, von Salzburg nach Leipzig transferiert. Wir haben rechts hinten, Schwegler ist verletzt, Leiner ersetzt ihn vorne, Soriano auch angeschlagen. Was hast du für ein Gefühl? Zerfällt Salzburg? Ja, irgendwie so jährlich grüßt das Murmeltier. Wir hoffen immer auf die Champions League, dann ist die große Enttäuschung. Aber mir fehlt die Philosophie dahinter, beziehungsweise ist die Philosophie, Salzburg als Sprungbrett, als Durchlaufposten zu nützen. Es haben jetzt da auch die Spieler wechseln zu Leipzig, andere in andere Top-Ligen. Also man sieht, dass da gar kein Team zusammenwachsen kann. Also dann fragen wir doch mal nach. Roland Hönig hat sich mit Oskar Garcia getroffen. Bleibt Salzburg? Yeah, it's not easy to deal with this. Damit ist nicht leicht umzugehen. To lost Bernardo before the game. Bernardo verloren drei Tage vor Ende der Frist, Transferfrist. Aber wir müssen damit umgehen können. What do you expect from the club? Do you expect new players? Was erwarten Sie vom Club? Erwarten Sie neue Spieler? Nein. Man hat mir gestern mitgeteilt, es gibt nichts Neues. Es gibt ein neues Ziel, keine neuen Spieler.
Now we are a more developed team. Jetzt sind wir mehr ein Ausbildungsteam. Wir haben jetzt eigentlich zwei Liefering-Teams, Liefering A, Liefering B. Wir werden versuchen, so weit oben wie möglich die Saison abzuschließen und die Spieler entsprechend zu entwickeln, zu forcieren. You are a developing trainer. You want to stay here this season? Bleiben Sie hier in Salzburg bis Ende Saison? Fokus geht dieser Partie. Also, das hört sich doch sehr stark danach an, als ob man die Latte gewaltig nach unten setzt, als ob vielleicht sogar nicht einmal mehr der Meistertitel das ganz große Ziel ist. Liefering A, Liefering B, wie geht's so mit diesen Aussagen? Das überrascht mich sehr und die Situation erinnert mich irgendwie an die mit dem Adi Hütter, erinnert mich an seine Worte, wobei noch viel krasser. Also das als Liefering B oder A zu bezeichnen, ist doch ein krasser Rückschritt und für mich auch das falsche Signal, nämlich nicht nur für die Mannschaft an sich, sondern für die Akademie und den ganzen Unterbau. Man will in Salzburg richtig guten Fußball spielen und scheinbar ja, hat man das nicht vor in naher Zukunft. Ja, und der Anforderung, Ausbildungstrainer zu sein, ist Adi Hütter schon sozusagen gescheitert oder wollte er nicht. Noch ganz kurz zu diesem Spiel hier, damit wir uns jetzt da endgültig dem Anstoß nähern. Kann es sein, dass hier so früh in der Saison, in der sechsten Runde, ein Spiel stattfindet, über das wir am Ende, wenn es dann um den Titel geht, sagen, damals in der sechsten Runde, das war ganz entscheidend? Ich hoffe, dass es so ein cooles Spiel wird, aber auf jeden Fall eine Momentaufnahme der Meisterkandidaten, ein richtig geiles Stadion, 25.000 Zuschauer, ich freue mich drauf. Wunderschönen heißen Sonntagnachmittag hier zum großen Schlager in der Fußball-Bundesliga. Das ist das Duell Vizemeister gegen Meister der letzten drei Jahre. Immer wieder war das Größte. Im Augenblick ist es ein Spiel, das sich in der Tabellenregion 3 und 4 abspielt. Aber immerhin kann der Sieger von heute hier schon einmal einen kleinen Sprung nach vorne machen. Die Grün-Weißen, die ihren Europa-League-Playoff-Ärger ein wenig Luft machen müssen. Und Red Bull Salzburg, der Titelverteidiger, der seinen Champions-League-Qualifikationsfrust ganz ordentlich bekämpfen muss. Der auch noch ein bisschen das Problem hat, im momentanen Gemütszustand einen Trainer auf der Bank zu haben, der sichtlich nicht mit den Entwicklungen der Vereinsführung oder mit den Entscheidungen der Vereinsführung einverstanden ist. Er hat es ja schon vorzeitig nach dem Out verkunden lassen, dass er sich da ein bisschen was erwartet. Aber dem war nicht so, genau das Gegenteil. So, herrliche Choreografie. Der Umzug hierher. Im neuen Allianzstadion ist der Rekordmeister zu Hause, der heute einen Pflichtspielbesucherrekord erleben wird. An die 26.000 Karten sind aufgelegt worden. Es ist nicht alles weggegangen, was nach Salzburg transferiert worden ist. Und darum so 24.500, 25.000 hier heute im Weststadion, im Allianzstadion, diesem Prunkstück von einem Fußballstadion in Österreich. Ganz feine Angelegenheit hier. Ich erwarte mir eine hochemotionale Partie, hat Mike Büstkens gemeint, im Wissen, dass sich heute keines seiner grün-weißen Kinder die Finger an der Herdplatte verbrennen wird. Das ist das ganz was anderes. Da wird da wie dort nicht allzu viel vonnöten sein, um die Mannschaft entsprechend zu mobilisieren. Und hören wir mal in den Münzwurf hinein. Adler, ihr habt euch sehr gefreut. Ihr bleibt stehen. Schiedsrichter der Partie, Markus Hammeter, ein Nationalbankangestellter aus Tulln. Mike Büskens checkt einmal ab mit Oscar Garcia. Wer weiß, wie oft das noch der Fall sein wird. Nicht, weil Mike Büskens Abwanderungsgedanken hat. Oscar Garcia, wie man so schön sagt, richtig verärgert. Richtig sichtlich verärgert. Er hat
neues Personal dezent gefordert. Und geworden ist es ein weiterer Abgang mit dem Zusatz, es gibt nichts Neues. Dazu die Verletzung natürlich von Schwegler auf der rechten Seite, die da ein ordentliches Loch hinterlässt. Dann haben wir auf der anderen Seite Novota, der eben nicht mit von der Partie sein kann, aus privaten Gründen. Schobesberger fällt aus, Jelic fällt aus. Fidil geschlagen, noch nicht fit. Ein Stoßgebet nach oben für die Salzburger Spitze heute. Das ist Dabur, denn der größte Ausfall heute, er sitzt auch nicht auf der Bank draußen. Das ist Jonathan Soriano, der sich am Mittwoch noch erfolglos 120 Minuten durch die Playoff-Runde zur Fußball-Champions League gequält hat. Aber heute hier geht's nicht. So, dann schauen wir uns nochmal schnell die Änderungen an. Die wesentlichen Tabu eben für Soriano vorne drin. Upamecano, der Franzose im defensiven Mittelfeld für den abgegangenen Bernardo. Und Leiner hinten auf rechts, der spielt für den verletzten Schwegler. Für den ist es natürlich auch ein besonderes Spiel. Wegen seiner Ex-Club, den er nicht realisiert hat. Heiße Temperaturen hier. Das wird auch natürlich eine Frage der Substanz. Haben die Salzburger wohl einen Tag mehr an Pause gehabt, dafür auch 120 Minuten sich quälen müssen. Und Rapid hat weniger bewusst als von Einstellung her wahrscheinlich Schwächeln eine eher maue, eine ganz maue Vorstellung sogar abgegeben, aber es hat dennoch gereicht. Darum war das mehr nur ein Schönheitsfehler. Das ist Stefan Ulmer, Andreas Ulmer, der im Club den Vorzug hat. Aber von Teamchef Marcel Koller ist sein Backup nominiert worden für den Auftakt in der WM-Qualifikation. Oscar Garcia mit Alexander Barke. Leider Jonathan Jarre, Hinteregger, Ulmer eben, Leimer und Upamecano. Defensiv im Mittelfeld, Wanderson, Berisha, Lazaro und vorne drin eben der Israeli Dabu. Mal schrammeln. Pavelic. Beim Außenverteidiger, die heuer schon so prächtig in Schuss waren, bei Rapid. Torwart, Schrammel. Und erster gefährlicher Ball in die Mitte. Schaub kommt da nicht so wirklich gut in diesen Kopfball hinein. Wird auch ordentlich bewacht. Wanderson. Wanderson. Ist er stark, da geht er durch. Zwei Mann können ihn nicht halten und dafür gibt es zumindest einmal den Freistoß und eine kleine Ermahnung hinterher. Gustafsson hat auch noch mitgeholfen da. Schaube war schon ausgespielt und dann auch zurückgezogen. Ungemein antrittsschnell dieser Sousa Campos Wanderson.
brasilianisch-belgischer Doppelstaatsbürger vom spanischen Serie A, der Primera Divisionsabsteiger Getafe, gekommen. Oh, da segelt schon einmal Richard Strebinger, Novotar Backup, vorbei. Und nochmal unangenehmer Ball herein. Strebinger. Hat beim 14-0 daheim gegen die Admira gespielt, hat im Cup gespielt. Trainer trägt natürlich mitunter seine Emotionen auf der Zunge. Keine leichte Angelegenheit für den Spanier. Dann immer die Frage, was war eigentlich zu Saisonbeginn ausgemacht? Wie hat man sich da festgelegt? In welche Richtung soll es gehen, auch vom Personal her? Und sollte dann was da geändert werden während der Saison? Just zu einem Zeitpunkt, als man ausgeschieden ist in der Champions League. Nicht so fein. Dabei von Munas Tabur. Bei der Hitze hier muss man natürlich auch ein bisschen mit den Kräften haushalten. Also so eine fulminante erste Hälfte, wie die Salzburger gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch hingezaubert haben. Das spielt sich hier nicht, das wäre zu gefährlich. Das spielt auch hier im Allianz-Stadion. Aber wie es da und dort zu diesen beiden Europacup-Niederlagen unter der Woche gekommen ist, hinlänglich bekannt. Ganz, ganz unglückliches Aus für die Salzburger, die sich maximal den Vorwurf machen müssen, hier nicht noch die eine oder andere Chance rechtzeitig genutzt zu haben, um klare Verhältnisse zu schaffen und nicht ein neuntes Mal die Königsklasse verpasst zu haben. Okay. Dann bleibt er hängen am hochmotivierten 17-jährigen Franzosen. Dayot Upamecano. Schwab. Schade. Ja, da war Hinteregger dazwischen genau postiert, gut postiert. Davor wäre es gefährlich geworden und hinter dem Nationalverteidiger auch. Naja, jetzt unter Match ist er schon wieder auf Betriebstemperatur, Oscar Garcia.
Zuspielversuch auf Lazaro, Valentino Lazaro, der sich übrigens fit spritzen hat lassen müssen für diese Partie. Der linke Knöchel bereitet Probleme seit Playoff-Match. Und dann ist ihm auch noch Stefan Leiner im Training unabsichtlich, aber dort ein bisschen hineingekretscht und hat auch wieder den Knöchel erwischt. Und darum ist er für heute hier fit gespritzt. Das war schon eher heftig. Scharfer weiter Ball da rein. Schöner Ableger. Schössfenter mit vorne und Dibon, beide sich da fast gegenseitig irritiert im gegnerischen Strafraum. Vorne liegt Konrad Leimer. Hat es eigentlich erwischt, jetzt ist die Partie unterbrochen. So, noch eine Verletzung. Können die Salzburger wirklich nicht gebrauchen. Was ist da genau passiert? Ja, da läuft es ein bisschen in seinen Gegenspieler hinein. Ich glaube, gegen Schrammel. Und dann tut er sich da, fällt blöd oder läuft da kurz in den Gegner hinein. Verknöchelt womöglich. Ja, das kann er brauchen. Irgendwas. Teamchef, genaues Auge drauf auf seine vier Kandidaten hier heute. Schaub, Lazaro, Stangl, also drei sind es in Wirklichkeit und nur zwei im Einsatz. Und Martin Hinteregger natürlich. Sicher vor seinem Schlussmann. Aber die Salzburger machen da die Räume hinten recht gut dicht. Rüschau. Bringt auch den Eckball hier ganz gut herein, aber Schwab im Fall auch gut abgedeckt von Upamecano. Und Rösterson versucht sich von der anderen Seite.
So, da bleibt nur Mocinic ganz hinten als letzter Mann. Die Salzburger praktisch alles drin im eigenen Strafraum. Östersson. Und dann Pavelic mit links. Also vorsichtig hingehalten. Anderson, Berisha, oh, da wird er gelegt, da wird er gelegt von Mocinic, glaube ich. Ist ganz gut gestanden, ganz nah dran, Markus Hameter. Ja, bin ich auch gespannt, was jetzt da war. Puh, ja, da spielt er zwar schon den Ball, aber er spielt ihn eben nur so möglich, indem er auch Berisha da voll wegräumt. Diese Entscheidung geht völlig in Ordnung. Klares Foul. Hat sogar absoluten Gelb-Touch. Da kommt er ordentlich von hinten herangerauscht. In Ball und Gebein. Kein Sojano heute hier auf der Bank. Bei den Salz muss man ja sagen, wer weiß, ob das nicht schon wieder mehr bedeutet. Denn auch Sojano werden ja immer wieder mal Abwanderungsgedanken nachgesagt, Tendenzen, aber eher mit seinen Oberschenkelproblemen vertreten. Hier von Valon Berisha. Und der kann das auch gut. Einmal Querlatte oben angeklopft vom Norweger, der bitter geweint hat am Mittwoch, nachdem er zwei super Möglichkeiten ausgelassen hat. Noch heute klebt ihm noch ein bisschen das Pech hier am Schussstiefel, aber der war ganz fein angesetzt. In der 17. Minute. Daneben bei diesem langen Ball. Leiner. Leiner und auch da ist der niederösterreichische Unparteiische gut gestanden und hat das Handspiel mitbekommen. Ja, ganz klar. Mocinic kurz enteilt, aber nimmt sich den Ball mit an mit. Konrad Leimer, frisch einberufen ins U21-Team für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Finnland und in Russland. Dabei. Da ist die Hand auch kurz dabei, aber sie geht nicht absichtlich hin. Sie steht auch nicht abartig weg. An den Fingerspitzen ganz kurz getroffen. Darum war die Entscheidung so, glaube ich, gut. Ganz was anderes wie das klare Anspiel von Dinamo Zagreb, das aber nicht geahndet worden ist. Denn die Salzburger haben bestimmt eine gewisse Zeit lang auch nachjammern werden. Zu Recht. Oh, der Patzer und der wird dann hinten ausgebügelt von Andreas Ulmer.
Das ist Wanderson, der hat einen unheimlichen Antritt. Pavelic, keine Chance. Mocinic hinten letzter. Der versucht das mit einem Direktschuss aufs kurze Eck. Freche Geschichte, sehr, sehr freche Geschichte. Boah, aber der Turbo, der kann sich sehen lassen. Das ist beeindruckend. Dann versucht er da Strebinger im kurzen Eck zu überraschen. Die Position einmal, die deutlich lieber ist, wie über die Seiten zu kommen. Ja, auch nicht ungefährlich, Konrad Leimer. Zuletzt ein Joker-Tor beim 3-1 gegen Mattersburg gemacht. Hier schön abgelegt von Dabur und dann gar nicht so schlecht getimt, der Heber ein bisschen zu, oder? Kleine Brise. Berisha. Eigentlich immer eine Augenweide, dem Norweger beim Fußballspielen zuzuschauen. Glänzender Techniker, kann alles. Im Abschluss dürfte es ein bisschen mehr sein. Aber er ist ein stabiler Wert, schon lange mit dabei. Sehr aufmerksam. Ziemlich offene Partie, gutes Tempo für die Hitze, das muss man auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Hier Temperaturen um 30 Grad im Schatten. Pavelic, Schaub. Walke sich da fast überraschen lassen. Alles in Ordnung. Schnabel. Und den Kopfball erwischt er auch noch. Louis Schaub, frisch einberufen, Kröstersson. Der war abgefälscht, der Ball. Darum hat es da Walke auch noch einmal nach hinten notwendig gemacht. Garweit, der geht sich hier nicht aus für Stefan Leiner, der beste Bundesliga-Torschütze bei den Salzburgern. Nach 5 Runden mit 2 Treffern. Kommt da gar keine Unterstützung, da ist schon völlig klar, der muss das alles alleine regeln. Und jetzt gibt es Trinkpause. Wir sind mittendrin, Halbzeit, erste Spielhälfte. Erbarmungslose Hitze hier im Allianzstadion. Und darum muss getrunken werden. Kleines Break. Sich wohl auch Andreas Müller
frisches Mineralwasser da genehmigen. Oh. Knackiger Auftakt, allemal sehr intensive Partie. Da haben wir Grahovac mit der kleinen Erinnerung noch an dieses 0:2 von Trentin. Der Gegenspieler, der ihm dieses Cut am Kinn dazugefügt hat und hingesperrt worden. Und das die beste Szene der Partie, Wallon Berisha und dieser super Freistoß, der von der Querlatte übers Tor geht. So, bald ist er fertig getrunken. Ich kann mir vorstellen, dass Jonathan Soriano dennoch irgendwo in Wien weilt, denn heute gibt es ja noch was, wo er vielleicht auch geehrt wird. Nämlich die Bruno-Gala heute ab 20.15 Uhr live auf ORF Sport Plus. Trainer des Jahres, die Mannschaft des Jahres und eben die Spieler des Jahres werden dort gekürt. Dann im Anschluss natürlich hier an diese Partie, die anderen Partien, die gestern schon waren, ab 18.30 Uhr, alle Highlights hier auf ORF 1 und dann U21 EM-Qualifikation. Zwei heiße Auswärtsspiele für die Österreicher gegen Finnland am Freitag um 17.50 Uhr und der nächste Termin dann schon gegen die Russen. Also, viel Fußball, wie immer um die Zeit. Und hier noch 20 Minuten in dieser ersten Hälfte. Das wird natürlich eingespielt, die Trinkpause. Die jüngsten Duelle dieser beiden Mannschaften, die sind eigentlich vielversprechend. In den letzten vier Jahren, in den letzten vier Spielzeiten, sind in jedem dieser Duelle zumindest zwei Tore gefallen. Leimer. Dabur. Dabur. Ballsicher, die Hüttendorfer. Schnapp für Schrammel. Und Schaletta Zahn. Auch der Antritt von Valentino Lazzaro war schwer in Ordnung. Aber der Teamchef ist da, da will man natürlich ordentlich aufspielen. Man hat dann auch ein bisschen Zeit, in den Trainingseinheiten natürlich sich in Position zu bringen. Aber so ein guter letzter Eindruck beim letzten Pflichtspiel, der hat natürlich auch seinen Wert. Diese Handbewegung, die hat Schiedsrichter Hameda gar nicht gefallen. Beim 19-jährigen Kroaten. Dabur ist da noch dran, aber das war eine herrliche Aktion von diesem Wander.
Sousa, Campos. Da läuft alles weiter hier. Leimer oh, bringt den Ball da nicht vorbei an Tabur. Will selber noch den Haken machen. Und Ulmer. Oh, da hat er nichts gefunden an Unterstützung. Und aber seine Seite drüben auch beim Gegner verweist. Insofern kein Schaden angerichtet. Und ich sage es ganz ehrlich, auch ein Andreas Ulmer hätte es für mich auch schon einmal verdient in die Nationalmannschaft. Jetzt ist die Geschichte aus Klubsicht ein bisschen unglücklich. Werden wir hier noch einmal diese Chance sehen. Sein Backup ist mit dabei. Dem sei es auch gegangen, der Stefan Stangl. Den spricht die Jugend und hier Pavlic wieder immer mit dabei. Gustafsson. Das kriegen die Salzburger noch ganz gut hin, dass sie ziemlich sattes Überzahlmomentum in diesen Szenen haben. Auch hier wieder kurz hineinschauen beim entscheidenden Pass. Sind hinten sechs Salzburger und nur ein Rapidler vorne drin in der Knautschzone. Der Rest noch den Tick zu tief. Nur vielleicht so abgerissene Stückchen beim Spray für die Freistöße und darum hier komplett weg. Schaut ja ähnlich aus wie so ein Pfefferspray. Aber Schrammel. Aber es ist da wieder ganz dicht da hinten drinnen. Und so ist das. Kräften, das war alles sauber, das weniger. Oh. Kapitän Schwab aus der Kategorie halbherzig, was den Gegner anlangt. So, das war alles noch in Ordnung. Dann hier Leiner. Das ist dann ein Foul und da war dann schon gepfiffen. Da gibt es noch kurz was, die Magengrube. Es war nur der Ball, halb so dramatisch. Tabur. Saro. Der da drüben bisher weniger zur Geltung gekommen ist und der Ball ist noch im Spiel. Gut gespielt, Leiner, das war ein schöner Angriff. Und eine ganz schlechte Mitnahme. Aber das ist nicht ganz einfach bei den Salzburger. Da fällt ein Sojana, da spielt der Bur drinnen. Auch sonst Umstellung von Bernardo bedeutet natürlich auch einiges an Neuorientierung. Obwohl dieser Upamecano bisher seine Aufgabe sehr ordentlich erledigt. Dieser bullige 17-jährige Franzose Wanderson. Schon ad unikat brandgefährlich. Das gleiche gilt eigentlich für Lazaro, der aber heute hier noch nicht zurecht die Partie gekommen ist. Und da jetzt ist es abseits. Tabur natürlich.
man auch gar nicht hingehen, das kann man einfach laufen lassen. Macht einen Schritt zurück, überlässt den Ball dem Gegner, dreht um und spielt dann dagegen. Zu verschenken gibt es an sich gar nichts in so einer Partie. Dabur. Dieses ein bisschen auch sich Kräfte bewahren für die zweite Halbzeit bei dieser Hitze automatisch, dass man etwas defensiver steht da wie dort, dass man nicht ganz so mannstark mit aufrückt. Das gehört hier ganz logisch mit dabei dazu. Gegen Ulmer. Pavelic. Kravac. Josswender klebt da dran. Orientiert sich schon alles weit nach vor bei den Hütteldorfern, aber es ist eben in Summe ein eher langsam vorgetragener Angriff. Vielen Ballkontakten, nicht allzu hohem Tempo. Dann ist der Strafraum der Salzburger schon wieder dick besetzt. Ringergriffe. Haben wir schon zwei, dreimal gesehen. Also die Stimmung hier im Stadion wirklich extra klasse. Fansektor der Salzburger von den 2.500 Karten, die dafür bereitgestellt worden sind, und die ganzen 10% sind so etwa 600-700 wirklich weggegangen. Aber es soll auch dem Fan hier natürlich mal zugestanden sein, dass man ein bisschen diesen Frust aus der Champions League Qualifikation verarbeiten muss. Schau, der Gulmann. So, den Pavelic ein bisschen wegzusperren, ist auch hier nicht schlecht geglückt. Schwab. Das sind momentan so die Optionen, die hohen Bälle hinein, die haben nichts gebracht. Da waren die Salzburger die Herren der Lüfte im eigenen 16er und die Distanzschüsse, da war noch nichts Gefährliches dabei. Und auch eine Kontereinladung für Salzburg ist praktisch noch nicht da gewesen. Das ist ähnlich auf der anderen Seite, nicht allzu schnell vorgetragen. Die Angriffe am gefährlichsten auch, wenn über die rechte Seite ein bisschen Platz für Wanderson da ist und der was machen kann. Ja, Abseitsposition.
Vucinic. Tibon. Pavelic. Ah, da stehen die Salzburger schon ziemlich weit hinten. Also nicht zu tief. Ich fand das richtig gut, dass sie überall eigentlich ihre deutliche Überzahlsituation haben. Dann das hier. Und die Nachlässigkeit im 1-1, die darf es natürlich weniger geben. Schrillington mit einem guten Schuss. Vorbei, aber nicht ganz am Gegner. Eine leichte Brise mittlerweile hier zumindest im Stadion. Schafft ein ganz wenig Erleichterung für die Akteure. Jetzt Rösterson da gut nach. Wow, das muss Geld geben. Das ist jetzt einfach zu viel des Guten gewesen. Stefan Leiner. Ja, ganz klar. Da war Rösterson weg und das hätte schon ungemütlich werden können zur Sicherheit hier. Vollbremsung. Riss an der Hose, am Leibchen und unten die Grätsche. Auf Nummer sicher. Dreifach abgesichert, diese gelbe. So, dann Gahovac wird diesen Freistoß hereintreten. Mocinic bleibt wieder hinten. Der Rest drin im 16er oder falls was abfällt für hinten. Für Schrammel, für Pavelic. Viel Bewegung. Er geht weit. Freund und Feind vorbei und dann bleibt doch noch was liegen. Ich glaube, Schrillington war am Schluss noch mit dem kurzen Spitzler dran. So, irgendwo war da auch irgendwo noch eine Hand mit dabei. Ja, Schrillington und Leimer bringt den Ball nicht weg. Riesengedrängt. Fünfter Eckball für Rapid, noch keiner für die Salzburger. So, jetzt aber aufgepasst, das wird eine 2-1 Situation. Wanderson gegen Mocinic, Wanderson geht da selber und dann wird Pavelic hier ganz entscheidend mit bei diesem Tackling. Und das war wichtig. Berisha hat dann nicht ganz durchlaufen können, weil er plötzlich im Abseits stehen würde. Ein bisschen abgebremst und dadurch ist dann auch noch von hinten eben diese Unterstützung von Pavelic gekommen. Aber das war die erste richtig gefährliche Kontersituation für die Salzburger. So, Gravatz noch einmal dieser Freistoß. Es könnte sein, dass da Leimer mit der Hand dran war. Konrad Leimer womöglich mit der Hand dran und die ist so weit oben. Und das im Gegenzug, das war sicher sauber, da bin ich mir sehr sicher. Da kommt der Haken hinein und da kommt, ja, da spielt er den Ball. Er macht das sauber, das war alles korrekt. Mit viel Risiko gemacht von Mario Pavelic, aber das war in Ordnung. Diese Freistoßszene, die muss man sich wirklich vielleicht dann nochmal genau anschauen bei uns in der Pause. Wenn da die Hand dabei war und die war weit oben von Leimer, dann hat sie nichts verloren
dann wäre das ein Elfmeter. Wieder war das. Leimer. Ja, gute Partie, aber das da vorne an so automatisiertem Verständnis, das läuft noch nicht so recht. Zwei Minuten von der Trinkpause hier kommen noch dazu. Noch 0:0. Da hat er die Hand dran. Das ist ein Elfmeter. Das ist ein Handspiel von Leimer. Konrad Leimer hat die Hand da oben und hat dann das Pech, dass er den Ball hinbekommt und das Glück, dass der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. In Summe das gefährlichere Team, die Salzburger, in dieser ersten Halbzeit. Freistoß an die Querlatte Berisha, ein Schuss unten aufs kurze Eck von Wanderson, der letzte Konter. Und bei Rapid war das das Beste eigentlich. Schöllinton. Oh, Opa mit Hammer. Und Markus Hameter läuft mit und es gibt die nächste Gelbe. Wirklich 5-6 Meter daneben. Und kein grobes Foul, aber unterbricht natürlich diesen aussichtsreichen Angriff absichtlich. Darum diese Gelbe auch in Ordnung, aber das ist schon eine wuchtige Erscheinung. Frankreichs U17 Europameister aus dem Vorjahr. Danach von Valenciennes aus der zweiten Liga. So, Tröstersson, das geht sie noch aus. So, das war schon aus einer ersten Halbzeit, die nicht allzu viel vor dem Tor zu bieten hatte, aber schon ein bisschen was, vor allem die Salzburger haben da für mächtig Wirbel gesorgt und eine mehr als strittige Situation im Strafraum der Salzburger. 0:0, so zur Pause nach 45 Minuten in einer Partie, in der das Tempo gut ist für die Hitze. Es ist kein super schnelles Spiel hier, das ist auch nicht zu erwarten. Vom Spielerischen her ziemlich pari, die besseren Möglichkeiten für das Team aus Salzburg. Gleich sind Oliver Polz und Peter Hackmeier an der Reihe. Hat wenig mit den Temperaturen rund um 30 Grad zu tun, dass wir ein sehr heißes Sonntagsspiel erleben. Rapid gegen Salzburg steht noch 0:0. Willkommen zu einer kleinen Pausenanalyse. Ich probiere es einmal, okay? Salzburg war näher dran, hat einmal Metall getroffen. Rapid Salzburg trotzdem ausgeglichen. Was soll ich da noch sagen, Oliver? Perfekt analysiert. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Sehr munteres, sehr lebendiges Spiel. Die ganz großen Szenen, Torszenen sind noch ausgeblieben. Aber gerade für die Hitze, der Thomas hat es gerade gesagt, wirklich ein richtig gutes Bundesligaspiel. Auch bei über 30 Grad. Hast du den Zeichenstift in der Hand? Wir wollen ein bisschen herausfinden, was so die Idee, die Spielidee der beiden Mannschaften ist. Und es war relativ klar, was zu erkennen in der ersten Hälfte. Also es war ganz augenscheinlich, dass die Salzburger die Rapidler über die linke Seite rausspielen lassen. Wir haben dazu eine spannende Analyseszene vorbereitet. Und zwar der Tabur spielt eine zentrale Rolle, wie wir hier sehen, der steht halb links als einzige Spitze und lässt die Rapidler komplett nur über die linke Seite rausspielen. Also ich glaube, mindestens zwei Drittel des Spiels passiert über die linke Seite der Rapid bzw. die rechte der Salzburger. Da ist der Spielaufbau, Grauwatz lässt sich dann oft auch auf die halblinke Seite zurückfallen. Und das mit dem Hintergrund, weil sie den Louis Schaub natürlich im Zaum halten wollen und nicht zu viel im Ballbesitz kommen lassen wollen. Da ist die zweite Szene genau das gleiche Spiel. Der Bur geht wieder auf die halblinke Seite, lässt die rechte Seite komplett offen. Und Rapid findet noch kein Rezept, über diese linke Seite zum Torerfolg zu kommen. Es waren zwei halbe Aktionen, eine davon ein Standard. Aber Salzburg macht es aus meiner Sicht sehr schlau. Aber ich sehe, eigentlich recht freundlich von Salzburg ist die schattige Seite gewesen. Stimmt, ja. Jetzt haben wir bald überall Schatten, schauen wir, ob das zweite Halbzeit gleich bleibt. Ja, Licht und Schatten in jedem Fall sehr viel in dieser Partie. Wir schauen uns die wichtigsten Szenen nochmal an, haben gleich in der vierten Minute eine von Rapid, die sich da über die linke Seite ja dann auch nicht so schlecht tun, immer wieder in der Anfangsphase. Und sehr positiv, Louis Schaub ist im 16er zu finden, fast am 5er eigentlich. Ist kein Kopfballspieler, wie man sieht, ist aber auch schwer und der Ball vom
vom Schrammel richtig gut hinter die Abwehr. Also richtig schöne Aktion, aber eine von wenigen der ersten Halbzeit der Rapidler. Für den Mr. Europacup bei Rapid, da läuft das jede Saison ganz gut, dass er sich über diese Europacup-Qualifikation in die Saison in Schwung spielt. Und beweist es heuer in der Meisterschaft auch. Also er ist wirklich das Um und Auf. Rapid ist ja generell sehr gut, sehr breit aufgestellt in der Offensive. Aber er ist gerade der Magnet im Offensivspiel und viele Aktionen gehen über ihn. Wie in fast jeder Partie von Red Bull Salzburg, Wallon Berisha. Sehr auffällig, warum er sich so ärgern musste, schon in der ersten Hälfte, sehen wir hier. Zunächst die Situation um das Foul. Ja, klares Foulspiel, also da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Und dann sehen wir auch die Qualität des Wallon Berishas, der uns im Spiel im 1 gegen 1 immer wieder zeigt, was er drauf hat. Und auch hier bei dem Standard fast perfekter Freistoß. Das Ganze direkt vor der Westtribüne, die ja hier im Süden steht. Ja, irgendwas passt da nicht. Ja, ja, die bestimmen hier die Windrichtungen bei Rapid, machen sich das selber aus. Jedenfalls sehr attraktiv, das war schon die größte Torschuss, aber es gab noch einiges, was sehr interessant war. Dann in der 20. Minute ein Konter von Wanderson, den wir irre schnell gesehen haben. Unglaublich. Ja, das ist für mich mit Berisha der Mann in der Offensive bei den Salzburgern. Da sieht man, wie schnell der ist und dass ihm die Kraft nicht ausgeht, der wird eigentlich immer schneller und kommt auch zum Abschluss, ist ein schwieriger Spitzenwinkel. Und da sind wir bei der Philosophiefrage, die wir vor dem Spiel angesprochen haben. Rapid definiert sich über das Kollektiv und Salzburg ist ihr Recht über Einzelspieler, über diese Klasse der Individualisten. Da gehört Wanderson dazu, vor allem auch der Berisha in der Offensive. Wanderson hier mit Ball schneller als Pavelic ohne Ball, das gibt es natürlich immer wieder. Aber er war auch schneller als seine Mitspieler, keine Option da. Keine Option. Ich glaube, dass der einer der schnellsten Spieler der Bundesliga ist und vor allem auch schnell im Kopf war. Das sehen wir dann nochmal. Da gibt es eine zweite Konterszene nach einem Eckball, wo Rapid schwach war. Aber schauen wir uns dann das Bild an. Aber definitiv ist Wanderson einer der schnellsten der Bundesliga. Ja, über Strebinger müssen wir auch noch reden. Hat am Anfang nicht ganz sicher gewirkt. Da ist vielleicht auch nicht einfach, wenn du es kurz vor dem Spiel erfährst. Heute bist es doch du, der eigentlich der Zweier ist, jetzt in den letzten Wochen gewesen. Aber wir schauen uns das nachher an, hat einen großartigen Reflex später auch noch gehabt. Nämlich in der 30. Minute ein abgefälschter Schuss von Wanderson. Und das hat er dann schon sehr stark gelöst. War zentral, aber ist nicht einfach gewesen. Ist auch ein richtig guter Tormann, aber wie du es ansprichst, ist es schwer, wenn du so kurz vor dem Einsatz erfährst, dass du heute der Mann bist. Wir wissen alle, beim Tormann kann jeder kleine Fehler entscheiden. Und hier wieder auf der anderen Seite die Stärke von Wanderson. 1 gegen 1, unheimlich wendig. Nur der Abschluss mit dem schwächeren linken Fuß passt noch nicht ganz. Jetzt kommt unsere ganz große Stärke, nämlich hinten nach gescheit reden. Eine Elfmetersituation. Hätte es gegeben, hat es gegeben, hätte einen Elfmeterpfiff gebraucht in der nächsten Szene. Das Ganze in der 43. Minute, nämlich hier. Und haben uns auch in der Zeitlupe anschauen müssen, war auch für mich von Beginn an nicht klar. Und das sieht man auch, wie schwer das für einen Schiedsrichter ist. Da haben wir gleich die nächste Szene, wo ich das angesprochen habe. Wanderson schlecht verteidigt von den Rapidlern. Das zweite Mal nach eigenem Eckball der Riesenkonter und die Riesenchance. Aber natürlich Wanderson mit all seiner Power schwer zu stoppen, aber schon am 16er eigentlich schwach verteidigt von den Rapidlern. Ja, aber das sind zwei Szenen, die wir uns eben nochmal anschauen wollen. Dieses Handspiel muss nochmal aufgelöst werden. Wir haben die Zeitlupe im Gegensatz zum Schiedsrichter. So, Konrad Leimer, da oben hat die Hand nichts verloren. Ja, ist wirklich ein klarer Elfmeter. Sicher nicht Absicht, er will am Kopfball raufgehen, aber irgendwie eine unnatürliche Bewegung auch und hat es schwer, weil er es nicht sieht, wo der Ball daherkommt, aber wäre ein Elfmeter zu geben. Das ist für mich richtig entschieden vom Schiedsrichter, kein Elfmeter für Salzburg. Ich habe es vor der Partie schon gesagt, in den letzten 4 Jahren hat es in diesem Duell immer Tore gegeben. Unvorstellbar, dass das heute nicht so ist, oder? Eigentlich schon, ja. Und das Spiel, irgendwie liegt es in der Luft, finde ich. Die Energie ist gut, sehr lebendig, sehr mutig, spielen beide nach vorne, wollen die Reaktion zeigen nach den schwachen Auftritten in der Europa League und ich rieche zumindest ein Tor noch. Die beiden Sportdirektoren haben auch noch was zu besprechen, sozusagen das neue Heruntersetzen der Ziele der Salzburger bringt den anderen, nämlich Meister Müller, ein bisschen unter Zugzwang. Jetzt will man dann plötzlich auf Rapid-Zeiten noch mehr sehen. Bisher war der Duktus, man will voll angreifen, man will ein echtes Match den Salzburger liefern. Und wenn die sich jetzt von Haus aus und selber ein bisschen personell schwächen, dann erhöht das auch Erwartungshaltung bei den Fans, Druck für die Mannschaft und für die sportliche Leitung. Wir haben eine Veränderung in der Partie, der heute schwache, bis dato schwache Valentina Lazaro vermutlich angeschlagen ist hier immer noch mit von der Partie. Aber wie gesagt, er ist fit gespritzt. Dennoch gab es einen Wechsel. Es ist nämlich
ich schaue noch, ganz ehrlich. Da war schon ein Wechsel angezeigt. '18 ist gekommen, so ist es. Tamás Santo ist gekommen. Für Kapitän Stefan Schwab. Also ein erster Wechsel bei den Hütteldorfern, der so planmäßig war, oder ob es vielleicht auch Schwab ein klein wenig erwischt hat. Wir werden es in Kürze geklärt haben. Pavelic. Und dann patzt für einmal, werden wir hier den eingewechselten Tamás Santo in Aktion gesehen haben, der relativ billig Upamecano da den Ball abgeluchst hat. So, da haben wir diese Aktion noch einmal und hören gerade unten nichts Schlimmeres, aber Oberschenkel tut weh beim Kapitän, darum ist er draußen geblieben, nichts Dramatisches, Sicherheitsmaßnahme. Das schaut jetzt aus hier im Stadion wie eine grüne Giftwolke, wie so einem Science-Fiction-Thriller. Rechts hinterm Tor von Alexander Walke. Aber hier läuft der Konter, zu spät abgespielt von Hinteregger auf seinen Nationalteamkollegen Berisha. Rettet noch, was zu retten ist. Naja, aber er sieht es richtig. Er sieht es richtig eigentlich, Hinteregger, dass zuerst Abseitsposition da ist. War eigentlich dann auch beim zweiten Abspiel. Ulmer und Strebinger. Damals, unglaublich. Wie eine grüne Giftwolke da hinten. Riecht auch ein bisschen streng. Und jetzt ist sozusagen das kleine Lüftchen, das kurz gegen Ende der ersten Spielhälfte zu spüren war, auch schon wieder draußen. Darum verzieht sich hier diese Suppe auch nur sehr, sehr langsam. Zwischen Berisha Mocinic stellt ihm den ersten Passweg zu. Leiner. Das macht dieser Schwellington richtig gut, dieser 19-jährige Brasilianer, der bisher alles gespielt hat bei den Rapidlern in allen 10 und heute im 11. Pflichtspiel, der Saison auch mit von der Partie ist. Hat jetzt auch schon 3 Wochen nicht mehr getroffen, zuletzt im Wiener Derby, aber Ball abdecken und sich auch immer wieder hinten mit anbieten, das kann der richtig gut. Und dann wieder Berisha. Lazaro. Steht da schon im Feld drinnen, Berisha, und darum das er angezeigt. Wanderson.
derzeit den Vorteil. Gute Defensivarbeit hier von Pavelic. Sehr, sehr aufmerksam, eigentlich auf beiden Seiten in den Knautschzonen. Gut gemacht von Leiner. Erster Foulversuch reicht nicht. Dennoch noch die Flanke von Leiner hinein und dann wirklich gut markiert. Gespannt sein, inwieweit die Hitze dann ab Mitte dieser zweiten Hälfte ein bisschen Vorteil für die eine oder andere Mannschaft geben wird, was die körperliche Frische angeht. Das haben ja beide ähnliches Programm. Wohl die Salzburger mit einer ganzen Europacup-Runde mehr in den Beinen. Dafür haben sie auch etwas mehr durchwechseln können. Die fleißigsten Feldspieler da wie dort mit je 10 Einsätzen. Leimer! Oh, da tut er viel zu lange rum. Viel zu lange. Da muss er sofort schießen. Auch wenn es nicht ideal vielleicht gelegen ist für ihn zum Gefühl. Aber da zögern, das geht gar nicht. Luis Schauber auf der anderen Seite. Super Lauf in den letzten 5 Spielen. 7 Tore gemacht. Einmal das gute Tackling hier. Wo ist das auch? Das Laufduell, das ist brutal, das ist chancenlos, nicht einmal zum Halten kommt. Der Wanderson ist da durch, Mocinic auch noch und Wanderson. Ein außergewöhnlicher Spieler von Getafe gekommen. Die eigene Liga daheim, die hat er natürlich nicht gekannt, Oscar Garcia. Keine Chance, kann hier einfach auch nicht gestoppt werden von Schrammel. Kommt nicht einmal nach zum Foulen. Auch Mocinic da ohne Chance aus vollem Lauf, aber der Brasilianer verzieht. Mit 8 Jahren in die Fußballschule von Ajax gegangen, weil der Papa dort gespielt hat, dann eben nach Belgien mit dem Daddy seiner Profikarriere. Beerschot. 21 Jahre jung. Wenn er so weiterspielt, dann gibt es sicher auch bald Interessen von ausländischen Vereinen. Und das ist schon beeindruckend. Also diese Schnelligkeit, dazu exquisite Ballführung, tolle Technik. Gemacht. Chanto. Schöllinton sieht dann auch noch Schaub. Ein bisschen in den Rücken bekommen und den erwischt er nicht gut. Aber sowas wie eine erste Halbtor-Chance für den derzeitigen Torjäger vom Dienst bei den Hütteldorfern. Feines Zuspiel. Schöllinton bringt den Ball da durch. Ein bisschen abgefälscht, war noch mit dabei, aber spürt auch gleich, muss sofort abziehen und so richtig offen war, glaube ich, der Weg vom Ball in Richtung Tor nicht. War gut zugestellt.
nicht gewagt, auch ein bisschen mit nach vor zu gehen in der Szene. Da haben wir eisgekühlt den Oberschenkel vom Kapitän. Der eigentliche Kapitän Steffen Hofmann, der sitzt übrigens heute auch noch draußen auf der Bank, hat er zuletzt für ein paar Augenblicke schon wieder sein Comeback gefeiert. Bis 0 zu 2 gegen Trentin. Also, ein paar Minuten wird es dann schon reichen wieder. Sonne macht, hat Hand und Fuß kurz abtropfen lassen für Leimer. Ja, und das ist dann vielleicht auch nicht die richtige Bezeichnung. Werden wir hier Mario Sonnleitner sehen, der quasi von heute auf morgen nur noch mit Reservistendasein bedacht ist. Langjährige etatmäßige Innenverteidiger bei Rapid. Erwartet man sich wirklich noch mehr. Der Torschützenkönig ist der Schweizer Meisterschaft aus der Vorsaison. Aber man soll halt Leute neu holen, kann dann immer wieder oder diesen Wanderson. Ja, und dann kann man es dann natürlich auch mal besser verkraften, wenn einer geht wie Bernardo, wenn man einem wieder was wegnimmt und dann nicht schlagartig sofort was kommt, wenn nicht, wie es zuerst ja auch ein bisschen kolportiert worden ist. Schwegler tut sich weh, da muss sofort ein rechter Außenverteidiger kommen. Bernardo weg, da braucht man jetzt sofort was wieder fürs zentrale Mittelfeld. Sie haben natürlich dermaßen viel Qualität in der Mannschaft, im Kader. Und wenn der Hut richtig brennt, dann kann sich Liefering A ja bei Liefering B was ausliefern lassen. Sieger heute, der würde sich auf Rang 2 in der Tabelle verbessern, wenn sich die beiden hier mit einem X trennen. Dann bleiben sie beide hinter Altach und dann gibt es sogar im Abendspiel heute noch für die Wiener Austria die Chance, sich hinter Sturm zu platzieren mit einem Sieg in Ried. Gutes Zuspiel für Dabur. Der muss jetzt selber was machen da. Dabur, da geht die Lücke auf. Aber Mocinic irgendwie noch dran mit dem Bein. Schon eingesetzt, dann wird noch einmal gekreuzt und Mocinic mit der Fußspitze dran. Berisha.
der Norweger überhaupt nicht happy, dass er seine Anspielstationen nicht zur rechten Zeit findet, sondern eben 1, 2, 3 Sekunden später nach hinten. Freistoß für Salzburg. Thibon jetzt mit der Kapitänsbinde, hat sich da was anhören können. Ich glaube, es war ein Handspiel sogar. Also, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, steht da auf dem Leiberl was Falsches bei Wanderson. Da steht Bernardo oben. War wohl keine Fata Morgana. Also mal Hinteregger Grahovac, da boing. Scheppert es einmal kurz im Gebälk. Boah. So, der hat da unten am Kopf schon was abbekommen. Grahovac, Donnerstag. Jetzt wird da oben nochmal durchgeschüttelt. Die Pause wird es vielleicht auch wieder geben, aber das sind ein paar Minuten, die es angedacht. So, Mike Büskens. Das ist so eine Partie im Augenblick, wo zwar die Salzburger die besseren Chancen haben, aber in Summe das nach wie vor intensiv und gleichwertig geführt ist und eigentlich für keine der beiden Mannschaften in der Situation, auch bei den Verhältnissen, jetzt wirklich geboten ist, mehr Risiko zu gehen. So, Grahovac und Tabur. Er will ein Shakehand sehen hier zwischen den beiden. Will sie nicht. Also. Das Spiel am ersten ziemlich vorbei, dann Valentino Lazaro, der gegen Zagreb in beiden Partien getroffen hat, Weltklasse-Tor am Mittwoch gemacht hat, das schlussendlich nicht gereicht hat, aber heute ist er da selten in gute Aktionen, gute Angriffe der Salzburger mit eingebunden. Aber da laufen sie ihn einfach fein ab, Rösterson, den er da von Damaschanto gut geschickt worden ist. Ja, Schönenborn fällt da mit dem Rücken hinauf auf den Schuh von Upamecano und hat dann Glück, dass er nicht noch einmal vom Franzosen zermanscht wird. Jetzt da fällt er den Rücken genau hinten auf den Schuh von Upamecano hinauf. Ja, aber so wird gekämpft, so wird gefightert hier in diesem Spitzenspiel. Jetzt gibt es die Trinkpause. Jetzt ist offizielle Trinkpause hier. So, und jetzt kriegt er es. Also mir war es vor der Pause nicht aufgefallen. Vielleicht hat er da versehentlich schon das Falsche angezogen. Schwer genug für den
Trainer zu schauen, dass die Spieler in Salzburg bleiben, aber er kann sich nicht auch noch darum kümmern, was die für Leibchen anziehen. Da hatten wir schon Ulmer mit Leipzig Leibal unterwegs. Jetzt Wanderson mit Bernardo Leibchen. Ein bisschen Manndeckung. Das funktioniert ganz gut, weil aus diesen Eckbällen hat noch gar nichts herausgeschaut. Rapid bislang beste Offensive der Liga, beste Defensive der Liga. Das Derby hat man gewonnen zu Hause hier in der neuen Heimstätte schon. Schöne Erfolge gefeiert, höchster Auftaktsieg in eine Saison gegen Ried gefeiert. Und dann gab es unter der Woche die erste Niederlage, das erste Gegentor hier im neuen Wohnzimmer, das erste Spiel ohne einen selbst erzielten Treffer. Und jetzt hier diese knallharte Bewährungsprobe gegen Salzburg. Gelb gegen Mocinic. Hinein. Berisha kommt, was er gefordert hat. Ein bisschen durchatmen hier auf beiden Seiten im Augenblick. Schrammel und schon wieder Zahn. Thank you.
glauben da draußen. Offizielle Zuschauerzahl, also 25.300. Das sind dann auch schon mal elegant 8.000 mehr, als bisher möglich waren im alten Hanabi-Stadion. Marcel Koller. Mit Lazaro wird er nicht so ganz happy sein. Hinteregger ist okay. Schaub hat auch noch allzu viele richtige Glanzpunkte gesetzt. Man erwartet sich natürlich auch dann von neuen Nationalspielern was anderes. Aber es ist schwierig, weil die beiden Mannschaften auch defensiv diszipliniert agieren. Und da ist nicht so leicht durchkommen. Das wäre wieder mal so ein versuchter Doppelpass gewesen zwischen zwei seiner Schützlinge. Lazaro und Hinteregger. Ich schau grad, was eigentlich dieser Hinteregger da vorne zu suchen hat. Der Ball ist klar. Hinten ist Upamecano in die Viererkette gegangen. Und Hinteregger spielt da ganz vorne mit dabei. Beim Kapitän. Also das ist der Wechsel. Hinteregger ist jetzt ins Mittelfeld nach vorgerückt zu Leiner. Oder war das nur für einmal? Jetzt kommt Upamecano wieder einen Schritt vor und Hinteregger zurück. Okay, bei der Temperatur wird einem das Ganze zurücklaufen in Etappen gewährt. Darf sich heute jeder noch mal voll verausgaben. Danach gibt es ja die Meisterschaftspause, denn danach folgen geschützte Termine, EM-Qualifikation. Am Montag geht es, Montag in einer Woche, muss man sagen, morgen in einer Woche für Österreich dann in Georgien los. Bis dahin einmal keine englische Woche für die Teamspieler. Schaut, schöner Zug, gut gemacht. Rapid Viertelstunde bei 0-0. Ja. Grahavac hat die Geschichte zwar kurz verschlafen und dann tut ihm aber Konrad Leimer den Gefallen und zuckt da mal kurz aus. Ja, aber ja, Matthias, das Foul von Grahovac, das wäre natürlich zuerst zu geben gewesen und dann übertreibt das allerdings. Vielleicht hat diesen Griff von Salber kurz der Schiedsrichter nicht gesehen. Es hätte hier Freistoß für Salzburg geben müssen. Kein Thema. Aber mitten hinein in die Feierlichkeiten der Schlussviertelstunde Nationalspieler Louis Schaub. Rapid heute bei den Standards ausgesprochen mau. Die sieben Ecken haben nichts gebracht. Freistöße waren auch nicht viel. Ich glaube, es waren eh nicht viele in aussichtsreicher Position.
Schwellington. Schwellington. Hätte ich auch laufen lassen. Es war ein guter Zweikampf. Hinteregger geht ein bisschen in den Mann, stößt ein wenig. Was gibt's? Also grenzwertig. Der robuste Schwellington ist dann schon ordentlich aus der Spur gekommen. Aber das geschickt gemacht, Hinteregger. Wahrscheinlich satter Rempler, ohne von der Körpersprache das zu sehr nach außen zu interpretieren. Und damit sich die Gemüter ein bisschen beruhigen, jetzt einmal Doppelgeld. Schwellington und Schaletta Zahn. Naja, wenn das pfeift, ist auch okay. Also, zu dritt nehmen sie sich da den 19-jährigen Brasilianer vor. Einer ist zum Handkuss gekommen und die Gelbe gegen Schwellington hätte eigentlich nicht sein müssen. So, Tabur draußen. Und Fredrik Gulbrandsen. Pavelic. Solospitze bei den Salzburgern. Lazaro und dann ist Schlebinger da. Hat schön gespielt, flüssig kombiniert. Lazaro quält sich da, glaube ich, eher mit einem Krampf hinten herum. Liegt da hinten hinter der Tor-Out-Linie. Salzburg kommt in Unterzahl. Wanderson. Berisha. Upamecano. Auf der Mocinic von hinten nieder, muss aufpassen, ist schon gelb vorbelastet. War nur ein Krampf. Linke Unterschenkel. Der linke Knöchel, der ist bedient bei Valentino Lazaro. Minuten noch. Nach wie vor kein Tor in diesem Spitzenspiel. Dösterson, Schrammel. Schrammel. Schwellington. Ah, sieht er auch nicht gleich ab. Pavelic zögert auch im Moment. Das dauert alles zu lange. Und der Ableger auf Schaub, der wäre im Sonderangebot gewesen. Überall hat es hier einen Moment zu lange gedauert. In dieser Angriffssequenz, da haben die Salzburger auf einmal ihre Ordnung
nicht so gehabt wie die meiste Zeit. Pavlic, da legt er nicht rechts ab, dauernd zögert und dann Schuss hinein in feindes Gebein. Also das war eine sehr, sehr aussichtsreiche Szene für die Hüttendorfer. Nächster Eckball. Mocinic. Zato, Pavlic. Sind da ganz vorne mal ein bisschen Beschäftigung verschafft. Jetzt kommt Murg im Finish für Schaub. Ja, war auch heute für ihn schwer, da was zu finden. Salzburger haben vor allem defensiv kaum was zugelassen. Sind wirklich gut gestanden. Ogranzen bleibt hängen an Dibon. Garcia, ein paar Diskussionen mit Vallon Berisha. Wieder Trinkpause hier für das Finish für die letzten in Summe mit Nachspielzeit vielleicht so 10 Minuten. Während hier Dibon bearbeitet wird, ein bisschen behandelt wird. Besonders viel Zuspruch, aber im Feld drinnen ist das so nicht angedacht für eine Trinkpause. Da geht dennoch als Grenzzone die Coachingzone. Aber für Oscar Garcia sind derzeit auch in anderen Bereichen die Spielregeln ein bisschen über den Haufen geworfen. Das heißt, am Rapid seit 4 Duellen mit Salzburg zu Hause ohne Sieg. Zuletzt vor fast 2,5 Jahren, April 2014. Vorher gab es einen Sieg für Hüttendorfer, 2 für Salzburg, ein Remis. Aber in 3 dieser 4 Duellen ist Rapid in Führung gegangen. Heute riecht das Ganze hier nach einer Nullnummer noch. Es ist heiß und beide verteidigen defensiv stark, lassen wenig zu. Salzburg lässt praktisch gar nichts zu. Intensive Partie, hohe Qualität, aber jetzt spürt man dann eben schon auch, dass die klimatischen Bedingungen ein paar Spuren hinterlassen.
Ball für die Hüttenhofer, die diesbezüglich totalen Vorteil haben, aber daraus bis dato überhaupt keinen Kapitalschlag konnten. Murk, jetzt versucht er sich einmal. Manndeckung gegen Schobesberg, gegen Schwellington und gegen Tröstersson. Dann steht der Ball noch hinten rum. Da bleibt fast was liegen. Salzburger ihren dritten und letzten Wechsel vor. Sagen wir zweiten. Zweiten natürlich erst. Jetzt geht Lazaro aus dem Spiel und hier die Samaseku kommt. Zwei Wechsel auch bis dato auf Seiten von Rapid. Formationen passen gut, also wenn nötig hier keine zu größeren, zu großen Veränderungen. Schwellington tankt sich durch. So, und jetzt reklamieren die einen klar Abstoß, die anderen Eckball. Es gibt den Eckball. Ja, natürlich, muss so sein. Upamecano war als letzter dran. Aber auch der bringt schlussendlich nichts ein. Keine Gefahr. Wir sind in der Schlussminute, in der 90. Minute. Ist der Gewinner des Tages Sturm Graz. Wenn es hier aber nichts bleibt, bleiben diese beiden Kontrahenten 4 Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück. Auf Position 3 Rapid, 4 Salzburg. Und wer weiß, vielleicht fährt dann da noch die Wiener Austria am Abend vorbei. 3 Minuten kommen dazu. Schon zur Stunde vor Spielbeginn wurde bekannt, dass Bernardo nach Leipzig wechselt, dass es nichts Neues am Personal gibt. Für Oscar Garcia, der war sichtlich zerknirscht. Ein bisschen, ob dieser Kunde, die gestern schon der Verein wissen ließ. Aber ganz ehrlich gesagt, die Mannschaft der Salzburger immer noch stark genug. Und es gibt ja auch noch ein paar neue Kräfte, die noch besser eingebaut werden müssen. Ich denke da an eben Tabu, an Gulbranzen, an Samaseku. So, Wanderson, der ist schon richtig stark. Ich denke, dass diese Mannschaft absolut das Potenzial hat, den Ausfall, den Weggang von Bernardo zu kompensieren. Mit Berisha, nächste Gelbe, es ist Schramme. Der ist extra klasse. Die Nummer 94
kann man mitunter nur so stoppen, nämlich regelwidrig. Das ist technisch einfach zu gut. Das ist zu schnell, was er hier macht. Und Zagreb hat dann auch nach 65 Minuten angeschlagen, ausgewechselt werden müssen. Heute hier ist es natürlich jetzt in den letzten 20 Minuten auch ruhiger geworden um seine Vorstöße. Und da darf man nicht vergessen, dass die Salzburger heute ohne einen Jonathan Soriano auskommen mussten. Und Rapid hat auch noch Optionen, da wird auch noch was fehlen. Schobesberger dann wieder, Jelic irgendwann, Vitilaia der neue Stürmer und natürlich Steffen Hofmann, der schon wieder auf der Bank sitzt. Weiter Ball von Berisha. Die Salzburger haben dann auch noch Schwegler, das dauert ein bisschen länger, Innenband muss operiert werden. Miranda sollte so im September wiederkommen. Rutkowski, Plewiak, Leitgeb, also einiges dabei. Und das war's hier, die Hitzeschlacht im Allianzstadion ist geschlagen. 0:0, Punkteteilung. Die geht in Summe in Ordnung, auch wenn die Salzburger die besseren, die gefährlicheren Szenen nach vorne hatten. Auch wenn Rapid einen an sich korrekten Handelfer nicht zugesprochen bekommen hat. Und so kann sich jeder seine Europacup-Wunden lecken. Ein 0:0 hier im Allianzstadion. Die Salzburger behaupten können, wir waren heute ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Das ist ein Schritt nach vorne und dann kommen dann auch die internationalen Spiele in der Gruppe gegen Schalke, gegen Krasnodar, gegen Nizza für Rapid, gegen Bilbao, gegen Sassuolo. Also das sind schon ordentliche Namen. Salzburg beginnt daheim gegen Krasnodar, Rapid gegen Genk. Es ist nicht die Champions League, da wir dort, aber es sind tolle Aufgaben. Und man hinkt ein klein wenig im Titelkampf hinterher. Also da ist Aufholjagd angesagt. Die beiden bleiben auf den Rängen 3 und 4. Ich sage mal Dankeschön und wir hören uns gleich das erste Interview an bei Roland Hönig. Mutig, lebendig, ein hohes Tempo in dieser Partie bei hohen Temperaturen. Ja, mehr Chancen, bessere Spielanteile. Valentino, warum hat es dann letztendlich doch nicht geklappt? Wie bitter ist es, nur ein Pünktchen mitzunehmen? Würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, Rapid hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, waren phasenweise auch sehr überlegen. Aber ich glaube, dass wir im schnellen Umschalten dann ein paar Torschüsse vorgefunden haben, die vielleicht die größten waren im Spiel. Aber ich glaube, ganz im Gesamten kann man sehen, dass ein gerechtes Unentschieden ist und mit dem können wir ja gut leben. Zwei Wochen Pause jetzt. Wo gilt es, den einen oder anderen Hebel anzusetzen in dieser Länderspielpause? Bitte? Wo gibt es den einen oder anderen Hebel anzusetzen in dieser Länderspielpause? Woran hapert es noch ein bisschen? Es war jetzt eine sehr, sehr anstrengende, intensive Woche mit guten Gegnern. Und ja, jetzt glaube ich, tut es gut einmal. Jetzt ist jeder mal woanders und wenn wir zurückkommen, dann werden wir uns sammeln und ja, einfach alles analysieren. Dann gehen wir es an. Danke, Valentino. Und damit kommen wir auch gleich zum Louis Schaub. Louis, Gratulation, 0:0, ein Spiel, ein Ergebnis, das Ihnen wie gut gefällt? Naja, nicht wirklich, also wir wollten schon heute gewinnen, aber das haben wir leider nicht geschafft. Warum hat es nicht geklappt? Warum hat dieser letzte Punch gefehlt? Was vielleicht die defensive Disziplin der Bullen? Ja, ich denke, sie sind hinten auch sehr gut gestanden, wir sind relativ wenig durchkommen und wenn wir durchkommen sind, war es nicht wirklich richtig konkret, aber ja, ich glaube, ja, es war halt nicht so einfach für uns. Wie groß ist die Vorfreude auf das Nationalteam zum ersten Mal? Ja, also ich freue mich wirklich schon sehr. Morgen ist Treffpunkt und ja, ich bin schon gespannt, wie es wird. Alles Gute, danke. Danke. 0:0 also in diesem Schlagerspiel der sechsten Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga zwischen Rapid und Salzburg. 0:0, das so nicht vorhersehbar war für uns Statistiker. Das muss man jetzt schon ganz genau erklären und sag nicht, das war so heiß. So relativ sind Statistiken. Aber für mich war es eines der besseren 0:0, muss ich sagen. Sehr hitzige, sehr lebendige Partie. Das nach Europa-League-Auftritten vor 2 bzw. 3 Tagen. 30 Grad, wirklich heiß war es im Stadion, soll keine Ausrede sein. Aber ja, das muss man auch verstehen. Also für mich war es trotzdem schön anzuschauen. Torraumszenen hat es aber nur doch einige gegeben, auch in der zweiten Hälfte. Auffällig für mich ein bisschen, dass beide im Abschluss Schwächen haben. Nicht sehr abschlussfreudig waren. Hast du das auch so erkannt? Ja, bei Salzburg fehlt der Goalgetter Number One, das spürt Soriano. Und
Das ist generell oft ein Problem bei beiden Mannschaften, so die Präzision, die Klarheit im letzten Drittel. Beide sind, finde ich, ein munteres Spiel gemacht, oft in die Box oder in die Nähe gekommen, aber dann hat die klare Aktion gefehlt, um wirklich zu einer entscheidenden Chance zu kommen. Also, dann schauen wir uns doch die wichtigsten Szenen an. Wir werden das Ganze durchmischen mit Interviews. Das ist die 53. Minute. Da haben die Salzburg-Fans selbst auf der Tribüne vermutlich schon draufgehauen auf den Ball. Er nicht. Ja, ich finde es super, dass der Conny Leimer da in den 16er reinkommt. Der Christopher Thibon hätte dem Conny da auf den Leim auch gehen können. Macht aber nicht, verteidigt gut. Und ja, man muss auch sagen, es war sehr, sehr disziplinierte Defensivarbeit beider Mannschaften. Das muss man heute auch hervorstreichen. Was auch immer wieder auffällt, speziell bei Salzburg, die haben diese Ausnahme können, aber wir sehen da kaum ein Kurzpassspiel. Immer wieder lange wird der Ball geführt. Berisha schon fast verzweifelt, weil auch keine Anspielstationen da. Ist das früh in der Saison? Die haben, glaube ich, 13 Bewerbsspiele, also kann nicht sein. Hat für mich damit nichts zu tun, ist eigentlich sehr symbolisch für die Philosophie, die wir heute schon zweimal angesprochen haben. Rapid kommt über das Kollektiv, über das Kurzballspiel. Red Bull auf der anderen Seite mit richtig guten Individualspielern. Heute haben wir gesehen den Wanderson, den Berisha in letzter Zeit, die oft das Glück über das 1 gegen 1 versuchen, wo gewisse Mechanismen einfach gar nicht abgespeichert sind, weil sie sich noch nicht so lange kennen. Konrad Leimer haben wir gerade gesehen, hätte schießen müssen. Jetzt muss er sprechen. In der 54. Minute wieder einmal Bewunderung für Usain Wanderson. Unglaublich, wie schnell der ist. Ja, für mich mit Coyote der schnellste Spieler in der Liga und nicht nur richtig schnell. Da sieht man es, der Schrammel, der auch kein langsamer Spieler ist, aber nimmt ihm da richtig was ab. Und dann die feine Technik, wie wir gerade gesehen haben, ein kurzer Haken noch und kommt dann zu einer richtig guten Chance. Also ein richtig, richtig guter Offensivspieler, den sich Red Bull da in den Kader geholt hat. Wenn der jetzt losläuft, ist er vor dem Mannschaftsbus in Salzburg. Aber ja. Es fehlt dann hier eben auch ein paar Zentimeter. Die interessieren uns jetzt gar nicht einmal so sehr wie seine Geschwindigkeit und die hast du dir rausgesucht. Ja, Thomas Eidler hat uns da wie so oft versorgt aus dem Hintergrund, unser Analytiker, und wir haben uns seinen Laufweg nochmal angeschaut und das analysiert. Und der Usain Wanderson, wie du ihn so schön genannt hast, hat da mit 34 km/h diesen Tempolauf hinter sich gebracht. Nur zum Vergleich, Rob liegt da bei 37 oder ein Usain Bolt, der den Weltrekord hat, bei 44 km/h. Also wenn er den Sprung zu Leipzig nicht schafft, ist Olympia immer noch eine Option. Ja, Gold hat es heute nicht gegeben, noch nicht einmal Tore. Leider, wir haben einen, der hauptberuflich Toreverhinderer ist und der jetzt hier in dieser Szene auch sehr gut gearbeitet hat. Richard Strebinger bei Roland Hönig. Richard Strebinger, wann haben Sie denn überhaupt erfahren, dass Sie heute spielen? Ja, heute beim Aktivieren, 4 Stunden vor dem Training. Da habe ich es erfahren, kein Problem. Zufrieden mit dem Einsatz, ja oder nein? Ja, sicher. Ich glaube, wenn man zu Null spielt, kann die Abwehr, Tormann immer zufrieden sein. Ich glaube, auch ausgeglichenes Spiel. Man hat auf beiden Seiten Chancen vielleicht für Tor. Im Endeffekt wahrscheinlich ist das Unentschieden gerecht. 11 Punkte nach 6 Runden. Die Bilanz okay aus Ihrer Sicht? Ja gut, also ich denke, wir können trotzdem zufrieden sein. Wir sind in Europa weiter. In der Liga natürlich wissen wir, dass wir vielleicht auswärts den einen oder anderen Punkt liegen haben lassen, der vielleicht unnötig war. Aber nichtsdestotrotz sind noch viele Runden zu spielen. Ich glaube, wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein. Strebinger steht auf seinem Rücken, 30 darüber. Alles korrekt, das war nicht immer so am heutigen Tag. Das ist bei Salzburg überhaupt ein bisschen ein Kuriosum. Wir hatten da schon mal einen Laufen mit Red Bull Leipzig oder Rasenball Leipzig, wie das natürlich heißt. Und dann heute eben Bernardo mit Wanderson mit Bernardo. Die Nummer hätte schon gestimmt. Ja, ist eine große Familie, egal ob Salzburg oder Leipzig, die dann da munter Trikots hin und her tauschen. Bernardo ist weg. Wir nehmen diese Szene auch zum Anlass, diesen kleinen Fauxpas, um ein bisschen darüber zu sprechen, wer da heute vielleicht gefehlt hat. Bernardo ersetzt durch Upamecano, eher weniger. Soriano hast du schon angesprochen. Das kann sein, aber nicht nur, weil er starker Stürmer ist, sondern Kapitän. Kapitän, Persönlichkeit, Führungsspieler. Und er ist einfach, hilft mit seiner Präsenz. Er ist der Spieler, der mit am längsten dabei ist, an dem sie die Spieler festhalten können und vor allem im Spiel, der auch durch eine halbe Chance, wo wir heute ein paar gesehen haben, ein Tor erzielen kann. Aber er hilft der Mannschaft eben nur im fitten Zustand und deswegen war er heute auch nicht dabei. Schwegler adäquat ersetzt durch Leiner? Für mich Stefan Leiner, rechts hinten einer der besten Spieler in der Bundesliga. Für mich auch ein Thema fürs Nationalteam und macht seine Sache richtig gut. Und vor allem der Wille taugt mir so beim Stefan. Also der gibt immer mindestens 100%, hat ein Riesenherz, haut sich richtig rein und hat den Christian Schwegler, finde ich, sehr gut ersetzt.
Ja, eine Szene haben wir noch aus dieser zweiten Hälfte. Tore ja, wie gesagt, leider nicht in der 82. Minute. Rapid zögert und zögert und zögert und zögert. Das war eines der Hauptprobleme, wenn sie dann in die Gegend des Tores gekommen sind, dann eben zu ungenau, zu langsam. Aber es wäre auch unverdient gewesen. Für mich geht der Punkt absolut in Ordnung. Und auch wenn keine Tore gefallen sind, war es für mich wirklich ein sehr munteres, schönes Spiel zum Anschauen. Also die letzte wirklich gute Möglichkeit. Am Schluss hatte man dann schon ein bisschen das Gefühl, speziell bei Salzburg, 0-0 hier bei Rapid, das passt. Aber ich finde wirklich erst die letzten Minuten, wie du das ansprichst, also Hut ab, dass Salzburg trotzdem auswärts bis Minute 75, 80 munter nach vorne spielt. Man könnte auch sagen, okay, da nehme ich einen Punkt mit, aber der Wille, die Leidenschaft hat absolut gepasst und war, finde ich, die richtige Reaktion jetzt auf das Donnerstag oder auf das Mittwochspiel. Gegen den unmittelbaren Titelkonkurrenten erfolgreich zu sein, ist zum einen wichtig. Ist es für eine Mannschaft dann noch wichtig, nach so einer herben Enttäuschung, die die Mannschaft ja mit dem Champions League Ausscheiden erlebt hat, sich da wieder rauszuspielen, da in Tritt zu kommen? Absolut, das war der erste richtige Schritt. Jetzt ist Länderspielpause, jetzt kann man in erster Linie mal regenerieren, die Ziele neu stecken. Haben wir heute schon gehört, Meistertitel muss nicht unbedingt sein, aber ich weiß das ganz genau, wenn ich Spieler in der Mannschaft bin und so einen tollen Kader habe, wir haben es ja gesehen, die individuelle Klasse, dann will ich unbedingt Meister werden, auch wenn das nach außen jetzt vielleicht anders kommuniziert wird, aber die Spieler wollen das definitiv. Ja, Rapid-Kapitän Stefan Schwab musste raus, einen dick einbandagierten Oberschenkel haben wir da gesehen, jetzt steht er bei Roland König. König. Ein einbandagiertes Knie, Oberschenkel genauer gesagt. Stefan Schwab, was ist denn genau passiert und wie groß sind die Schmerzen? Ja, ich habe in der ersten Halbzeit einen Stich im rechten Oberschenkel hinten gespürt und dann ist es von Minute zu Minute stärker geworden. Also es hat immer mehr zugemacht und ja, ich glaube, wenn ich weitergespielt hätte, das wäre nicht gut gewesen und es wäre auch nicht mehr gegangen. Also von dem her habe ich leider vom Feld müssen und jetzt schauen wir, was die Untersuchungen ergeben. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Also ja, man wird jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen mal eine Diagnose kriegen. Ansonsten heute mit dem Arbeitstag Ihrer Mannschaft mit Grün-Weiß, war das okay? Ja, wir haben kein Tor gekriegt. Wir wollten unbedingt das Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, beide Mannschaften haben die eine oder andere Chance gehabt. Wenn wir in Führung gehen, werden wir das Spiel gewinnen. Aber ja, ich glaube, schlussendlich haben beide Mannschaften nicht das ganz große Risiko genommen. Beide Mannschaften sind hinten sehr gut gestanden. Es war schwierig, Chancen zu kreieren. Und ja, natürlich wollten wir heute gewinnen, aber jetzt müssen wir halt den Punkt mitnehmen. Das Trenchin-Spiel hat man, so wie es aussieht, gut abgehakt. Ja, also das war für uns kein großes Thema mehr. Wir haben gewusst, dass wir da ein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir haben gewusst, dass wir es besser machen können. Ja, heute war das Spiel okay. Es war nicht unsere beste Leistung, aber auch nicht unsere schlechteste. War eine Durchschnittspartie und für einen Sieg hätten wir ein bisschen mehr gebraucht wahrscheinlich. Das Live-Spiel der sechsten Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga hat uns keine Tore geschenkt. Die gibt es aber jetzt gleich noch. Wir zeigen Ihnen die drei Spiele von gestern davor. Wollen wir aber dieses Live-Spiel noch gebührend abschließen, nämlich mit den Stimmen der beiden Trainer, so wir die dann auch beide vor dem Mikrofon haben. Jetzt einmal Mike Büskens, der Rapid-Trainer, der ja nach dem 0-2 gegen Trenčín am Donnerstag noch gemeint hat, das war ein Griff in die Toilette. Mal sehen, wie er das Spiel heute zusammenfasst. Mike Büskens, am Donnerstag haben die Basics gefehlt, haben Sie gesagt, wie Passgenauigkeit und so weiter. Es war ein Griff in die Toilette. Heute war es auch der Griff in die Toilette? Na, die Jungs haben heute alles rausgeholt. Beide Mannschaften haben anstrengende Wochen hinter sich mit vielen, vielen Spielen. Mit Zeiten, wo du eigentlich nur aktivierst und regenerierst dazwischen. Und es war wirklich ein sehr intensives Spiel. Ja. Und vielleicht fehlte manchmal so dieses Spielerische, ja, aber was die Mannschaften heute nochmal aus sich rausgeholt haben, war absolut okay. Das heißt, ein gerechtes Unentschieden. Salzburg hatte Glück, denn es hätte Elfmeter für Rapid geben müssen. Das Handspiel von Leimer, wie haben Sie diese Situation gesehen? Gar nicht, weil das war, glaube ich, hier links am Tor, also sprich Bank entfernt von uns. Und von daher hatte ich da keine Sicht drauf. Wenn es so ist, ist es ärgerlich, aber ja, es gehört zum Fußball. Warum hat denn heute dieser berühmte letzte Punch gefehlt? War es vielleicht die starke Defensive der Salzburger, dass die auch nichts zugelassen haben? Ja, ich glaube, beide Reihen haben relativ wenig zugelassen. Salzburg war gefährlich im Umschaltspiel, zweimal nach Standards von uns hatten diesen Freistoß gegen die Latte. Wir hatten ein paar Möglichkeiten auch, wo wir hätten auch treffen können, aber alles in allem haben beide Mannschaften sehr kompakt gestanden, haben wirklich hart gegen den Ball auch gearbeitet und wie gesagt, wenn du dann die Masse an Spielen hast und dann haben wir tropische Temperaturen hier, wo wir beide ja schon schwitzen und wir spielen nicht, dann ist es absolut okay.